Wir wollen ja eigentlich, dass Leute in den WTHC auch kommen. Also. Hi, ich heiße Marie, bin 21 Jahre alt, spiele beim WTHC Hockey und arbeite im Innenministerium, da im Bereich der Verwaltung, im Personalbereich. Ganz normal erstmal mein Abitur gemacht und dann direkt im Anschluss ein duales Studium. Also das ist ja dann Praxis und Theorie vereint. Und genau, dann dieses Jahr fertig geworden und dann direkt eingestiegen, ja. Zeit für beides ist auf jeden Fall da. Man muss sich auf jeden Fall organisieren mit dreimal die Woche Training, am Wochenende Spiel. Aber vor allem das mit dieses Zusammenspiel mit den Mädels oder im Verein generell macht super viel Spaß und dann nimmt man sich die Zeit auch und dann klappt das eigentlich auch ganz gut. Ja, ist jetzt schwierig zu beantworten, aber eigentlich auch so ein bisschen zu der Frage davor. Also ich denke, man muss organisiert sein in einem bestimmten Maß und dann würde ich das einfach mal sagen, dass das ganz gut klappt. Ja, ich sehe mich da, denke mal, weiterhin im Innenministerium. Mal gucken, wie es da weitergeht, auch so mit Aufstieg und vielleicht nochmal ein ergänzendes Studium dranhängen und natürlich auch Hockey spielend. Am liebsten natürlich im WTHC mit den ganzen Mädels in der Gruppe, weil man sich da ja über die Jahre dann auch zusammen eingespielt hat und das wäre eigentlich so das perfekte Szenario. Ja, ich glaube, alles so auf sich zukommen lassen. Natürlich auch überall mit Ernsthaftigkeit drangehen, aber ich denke, bestimmte Sachen kann man einfach nicht vorhersagen, nicht immer beeinflussen. Und ich glaube, da einfach das so ein bisschen auf sich zukommen zu lassen und weiterhin auch auf Hockey konzentrieren, weil das kann auch sein, dass das zwischendurch vielleicht mal, wenn man es so auch einem höheren Niveau macht, muss man die Zeit mitbringen und da muss man dann auch hinterherbleiben.